Die Börsenstimmung verbessert sich erheblich und damit verändern sich in gewisser Weise auch die Spielregeln dafür, welche Art von Aktien gut läuft. Für die einen sind die Ausgangsbedingungen jetzt eher schlecht, die Aktien werden eher out. Für die anderen werden die Rahmenbedingungen jetzt gerade erst so richtig gut. Und eine Aktienklasse davon schauen wir uns heute mal an. Herzlich willkommen. Heute wollte ich mit Ihnen mal ein, sagen wir mal, heißes Eisen der Geldanlage angehen, nämlich der Frage, welche Aktienklassen laufen in welcher Marktphase besonders gut oder schlecht? Da gibt es nämlich doch einige schöne Effekte und ich habe gedacht, da können wir uns doch heute mal drüber unterhalten. Unter der Woche hatte ich Ihnen ja was erzählt zum Thema, wie die Psychologie den Aktienmarkt begleitet. Also an dem Aktienmarkt-Hochpunkt sind alle euphorisch, das heißt alle, die absolute Mehrzahl. Und wenn der Aktienmarkt sinkt, dann verfällt man irgendwann in Depression. So, und da hatte ich dann argumentiert, warum ich den Aktienmarkt jetzt gerade im Übergang sehe, ja, von der Erholungsbewegung, die wir zweifellos gesehen haben, hin zu einem optimistischen Zustand. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir jetzt sozusagen in einem optimistischen Bereich angekommen sind, was für Aktien profitieren denn davon, von einer optimistischen Anlegerschaft? Und ich stelle jetzt mal einige Klassen in den Raum. Das ist jetzt das, wie ich es aus Erfahrung und teilweise aus Daten erlebt habe, aber auch gern zur Diskussion gestellt, wenn Sie das Ganze ergänzen wollen oder bei manchem das anders sehen, schreiben Sie es mir gerne. Da können wir dann alle ein bisschen vielleicht mehr dazu lernen. Also die Verlierer in einer Aktienmarktphase, die Richtung Euphorie geht, sind in aller Regel irgendwann Standardtitel. Die sind nämlich dann irgendwann zu langweilig. Die führen vielleicht am Anfang so eine Erholung dann irgendwie ein Stück weit an, weil die Leute in sichere Häfen gehen. Ja, aber dann ist es irgendwann einfach ein bisschen langweilig. Auch Dividendenaktien, also das, was, wenn man sich unsicher fühlt, was so ein sicherer Hafen ist, sind dann typischerweise Underperformer in der Hosse, auch weil zu langweilig. Zu wenig Fantasie, zu wenig Wachstum, einfach eher gesättigte Dividendenaktien. Und allgemein defensive Branchen, also die jetzt nicht von besonderen Aufschwüngen, zum Beispiel durch die Wirtschaft, in besonderer Weise profitieren. Was sind die Gewinner? Naja, ich würde es mal beschreiben als in Anführungsstrichen Katze im Sack Aktien. Also wenn man gut gelaunt ist und die Börsenstimmung gut ist, dann darf es ruhig auch mal eine Aktie sein, die noch Verluste schreibt, wo nicht sicher ist, ob sie überhaupt am Ende das überleben wird, aber sie sollte Fantasie haben. Man investiert dann lieber und so Aktien auf einem Gut aus großen Trends. Dann geht man ruhig auch mal ins Risiko. Und es darf ruhig auch ein Wert aus der zweiten oder dritten Börsenreihe sein, denn dann sucht man noch nach Titeln, die man noch nicht entdeckt hat. Okay. Wenn wir das jetzt mal so hinnehmen, ja, ich wähle mal eine Klasse aus von Aktien heute, die, ja, auf die denke ich, trifft das gut zu. Und ich habe mal als ein Eröffnungsbeispiel genommen die GameStop-Aktie, denn das war ein typisches Phänomen aus meiner Sicht, was man nur in der Hosse sieht, nämlich dieses Phänomen, oh, wir holen uns jetzt mal eine Aktie und schießen die nach oben und wischen damit den Shortsellern eins aus. Die GameStop-Aktie hat ihren Riesen-Run, also wo wirklich hier dieser Short-Squeeze ausgelöst wurde, Anfang 2021 erlebt und so sagen wir mal ab ja, Sommer, Herbst 2020 ging es mit dem Anstieg los. Wenn wir uns mal gucken, wie so die Marktstimmung gewesen ist zu jener Zeit, dann war es 2020 eigentlich bis in den Spätsommer, Herbst so, dass die Leute eher pessimistisch waren und so richtig optimistisch wurden sie dann eigentlich zum Winter und zum Jahreswechsel. Und meine These ist, ja, in so einer depressiven Phase sieht man solche sowas wie bei GameStop nicht unbedingt. Mit anderen Worten, das hat miteinander hing miteinander zusammen. Und jetzt könnte man also sagen, okay, so jetzt diese Reddit-Community oder diese Idee, Aktien, die hoch geschortet sind, die vielleicht nach oben zu befördern. Das ist was, was jetzt wieder richtig in Mode kommen könnte. Denn wenn der Trend schon nach oben geht und viele Leute irgendwo short investiert sind, dann haben sie grundsätzlich, stehen sie schon mal mehr unter Druck. Und der Druck wird nicht geringer, wenn die Aktien noch weiter steigen.
Ich habe mal zwei Listen für Sie mitgebracht. Die eine ist von der Citibank. Die haben nämlich seit einigen Monaten veröffentlichen die so eine Liste von Most Crowded Short Stocks. Also die haben dann ein Modell dafür, wo sie sagen, oh, da sind viele Anlegergruppen, die da eher auf der Verkäuferseite stehen. Und hier mal die Liste. Ich habe es mal nach Market Cap runter gerankt. Ist noch nicht vollständig. Es gehören noch viele andere Titel dazu. Aber das wären jetzt dann potenzielle Unternehmen, für die jetzt so eine gute Phase ist und Aktien, die nur richtig gut laufen, wenn wir in der Euphorie sind. Und eine zweite Liste, das sind einfach die Aktien mit dem höchsten Leerverkaufsanteil, den es in den USA gibt. Das Ganze wird angeführt von Carvana, hier so ein Gebrauchtwagen-Unternehmen. Da können wir uns vielleicht mal den Chart angucken, denn die Aktie, die hat es also richtig nach unten gehauen, von über $320 hat sie sich gehundertstelt. Gab natürlich diverse individuelle Probleme, da will ich hier gar nicht im Detail drauf eingehen. Aber was man auch gesehen hat, in diesem Jahr hat die Aktie sich schon mal vervielfacht. Also Sie sehen es hier in der Liste, plus 400%. So, aber die Aktie hat einen riesen Short-Anteil. Das heißt, jeder, der hier Short ist, der kann quasi beliebig viel verlieren. Das ist Zündstoff dafür, dass es mit der Aktie auch weiter, deutlich weiter noch nach oben gehen kann. Egal, ob das jetzt fundamental gerechtfertigt ist oder nicht. Aber hier haben die Shortseller, stehen sie gerade auf ganz, ganz wackeligen Beinen oder sogar mit dem Rücken an der Wand. So, was für Aktien gibt es denn dann noch, wo man davon profitieren kann, dass sich viele hier verkalkuliert haben oder immer draufgehauen haben und die jetzt vielleicht gerade anspringen? Denn das ist wichtig. Also oft ist es wirklich ein Warnzeichen, wenn eine Aktie hochgeschortet ist, weil meistens die Shortseller über gute Informationen verfügen. Aber Sie sehen hier in der Liste auch immer wieder welche, die sich dann extrem gut entwickelt haben, einfach weil es zu solchen Short-Squeezes gekommen ist. Ich habe einfach mal ein paar so mitgebracht, mit ein paar kurzen Worten. Das erste ist Nikola, Wasserstoff, in der Wasserstoffbranche sind wir hier. Die Aktie hat es auch ordentlich gebeutelt und die ist aber jetzt wieder ordentlich angesprungen und konsolidiert hier gerade nach einer Verdopplung vom Kurs und hat hier einen relativ engen Bereich. Wenn es hierüber hinausgeht, dann kriegen die Shortseller garantiert, sagen wir mal, kalte Füße. Und dann kann es die Aktie noch erheblich weiter nach oben befördern. Mal ganz davon abgesehen, dass der ganze Wasserstoffbranche in einem Bullenmarkt ja wieder neu zum Leben erweckt werden könnte. Als zweites habe ich Vuzix. Das ist ein Hersteller von 3D-Brillen, also aus dem Bereich Virtual Reality, haben auch andere Wearables, die sie haben. Und die Aktie eigentlich mit einer schönen Bodenbildung. Noch nicht wirklich angesprungen, aber kämpft jetzt hier drum, mal zumindest das letzte Zwischenhoch rauszunehmen. Das heißt, hier wäre man noch relativ früh dabei und kann vielleicht so diesen ganzen Turnaround mitnehmen. Aber wie gesagt, auch hier hoch geschortet, also eher erhöhtes Risiko bei dem Wert. Das gilt eigentlich für alle. Und als letztes habe ich MicroStrategy. Also hier sind wir im Bereich der Kryptowährungen und der Bitcoin macht sich ja gerade auf zu zwar nicht neuen Höhen, aber der baut definitiv am Turnaround und die Aktie ist auch noch meilenweit entfernt von ihren alten Höchstständen. Auch die hochgeschortet und entsprechend ein Kandidat ist auch jetzt schon seit Ende letzter Woche schon mal dynamisch angelaufen. Das ist jetzt nur mal eine kleine Auswahl. Bitte in allen Fällen genauer angucken, was macht das Unternehmen, wie sind die Chancen, wie sind die Risiken. Auf jeden Fall ist das eine Klasse von Aktien, die in einem Bullenmarkt wirklich wieder kommen kann. Für die nächste Woche habe ich mir auch überlegt, da schauen wir uns vielleicht mal noch ein paar andere Aktien an, die hier gefragt sein könnten. Also Stichwort zweite, dritte Börsenreihe, Stichwort Aktien mit Fantasie und inmitten von großen Trends. Wenn Sie Vorschläge dafür haben, immer gerne. Meine Umfrage für den nächsten Alpha-Check läuft ja auch. Da können Sie entweder da abstimmen oder mir auch neue Aktien vorschlagen. Und wenn Sie möchten, sehen wir uns dann in den nächsten Wochen wieder. Erstmal einen schönen Sonntag.